Herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point mit Arezu. Ich bin Arezu. Und wir müssen hier ein paar Würmer kaputt hauen, bevor die uns kaputt hauen. So. Ja, wir sind im Prinzip schon fast dabei, hier wegzufliehen. Envy muss nur noch schnell ein Paket einsammeln. Ja, ich auch nicht. So, und hoch. Was haben wir hier Schönes? Da haben wir... Oh, Moment mal, das ist zu wenig. Es sind noch zwei Pakete übrig. Ich weiß nicht wo. Habe ich in irgendeinem die nicht mitgenommen? Also die Dinge, die drin sind? Ah, Moment mal. Ja klar, ich habe ja Wildcard hier extra hingeschickt, um noch das letzte einzusammeln, ne? Ah, okay, alles gut. Ja, das passiert, wenn man die Sitzung wechselt zwischen den einzelnen... Aufnahmen. In der gleichen Mission. Okay, das ist das. Wie geht's dem? Viel zu gut, aber ich denke nicht, dass ich hier was ausrichten kann. Nee. Da würden wir den Schild treffen, aber nicht mehr. Aber vielleicht will er ja näher kommen und sich erschießen lassen. Und du läufst mal hier hin. Blast muss nichts weitermachen. Wracker, wie sieht's bei dir aus? Kann dem eventuell in die Seite schießen? Uppala. Tja, theoretisch. Irgendwo müsste hier ein Arm rausgucken, aber... Ja, wir können noch ein Stück rausgehen und dann vielleicht tatsächlich vernünftig treffen. Ach verdammt, das ist ein Wüstling, das heißt, der hat den Spuckerkopf. Das heißt, wir gehen doch lieber noch ein Stück zurück. Gift ist weiterhin nervig. Okay, Ace bleibt dort. Dumbledore, dich schicke ich hierhin. Volle Deckung hinter dem ehemaligen Nebelwächter. Oh, das war's schon. Der Wüstling hat sich nicht bewegt. Das ist seltsam. So, okay, alle sollten soweit hier in Reichweite sein, ne? Ready to roll. Ja, Blast wird's auch auf jeden Fall hinkriegen, ne? Wildcard. Ich überlege, ob es gerade sinnvoller ist, einmal wieder herstellen zu benutzen, um dann mehr sprinten zu können. Allerdings mit zweimal sprinten komme ich so weit wie in einer Runde mit laufen. Und mit einmal wiederherstellen bekomme ich genug für zweimal sprinten. Also nein, würde keinen Sinn ergeben gerade. Wenn sie mehr... Ja, wenn sie mehr Willenskraftpunkte hätte insgesamt, also mehr maximal Willenskraftpunkte, dann würde es Sinn ergeben, aber so nicht. So, wir halten weiter den Wüstling auf Abstand, wenn es geht. Wir bringen Wracker weiter nach vorne. Ready to go to work. Du gehst mal bitte hier hin. Du kannst hier noch ein bisschen Deckung geben. Und... Ja, du läufst mal hier hin. Ah, jetzt kommt der Wüstling. Okay, spucken kann er noch.
Oh, jetzt will der Wüstling weg. Der Schildträger weg. Der Wüstling wollte nicht weg, der ist angekommen. Aber wir hauen ab. Vor einem Moment, können wir jetzt abhauen? Für Wildcard sieht das sehr knapp aus. Ja, das haut nicht hin. Okay, dann werden wir wohl erst einmal den Atron hier kaputt schießen müssen. Right on target. 15 hat er noch, das heißt... Einmal raufhauen, bitte. Sehr gut. Und jeder, der raus kann, darf raus. Da müssen wir also im nächsten Zug nicht mehr durchklicken, ne? So, Wildcard geht erstmal hierhin nur. Komplett deckungslos müssen wir ja nicht rumstehen, für den Fall, dass irgendwas noch dort ist, das sich auch eine Weile nicht bewegt hat, wie der Wüstling eben. Schon merkwürdig, ne? Wie lange waren das jetzt? 3 Züge oder so, in denen der nichts gemacht hat, bevor er sich entschieden hat, loszulaufen? Und Sicht hatten sie ja. Oh, eine Sirene. Hätte ich ein Neuralgewehr, würde ich die mitnehmen. Habe ich aber nicht. Da kommt die Verstärkung, aber vor der rennen wir lieber weg. Und der letzte. Gut, wir haben alles eingesammelt. Also nicht alles an Munition, aber alles an Paketen. Und... Ja, bisschen magere Erfahrung, aber naja, wird reichen müssen. So, was haben wir? Wir haben 2 Jormungarder Geschützmagazine bekommen. Ein bisschen Munition für die Neuralpistole, für das Laser-Scharfschützengewehr was. Für Scout-Scharfschützengewehr, das benutze ich nicht. Armbrustmagazine, Säurepistolenmagazine, Bilderstürmer, noch mehr Armbrust, Hellkanone, Neuralgewehr. Ja, also ein Haufen Magazine, das ist schon mal in Ordnung. 300 Tech, 500 Materialien, 200 Nahrung, 100 Mutagene. Ich würde sagen, das ist ganz gut. So, das hier braucht noch eine Weile, ne? Zufluchtinfo. Das ist ein Stufe 3er. Stufe 3er Scharfschützen könnte ich bestimmt gebrauchen. Oh, Moment mal, bei der Produktion. Ich wollte etwas auf jeden Fall mal machen. Nachdem ich gesehen habe, wie gut die Säurekanonen sind. Personal. Ich muss nachgucken, wie viele schwere Truppen ich habe. Hier haben wir eine. 2, 3, 4. Okay, wir haben nur 4 schwere Truppen, okay. Und eine hat schon einen Jormungarder, also brauchen wir 3 davon. So, die Athenas sind auch in Produktion. Okay. Dann... Ja, was machen wir jetzt hier hinten? Wir haben nicht wirklich... Oh, Moment mal. Wir könnten hier hinten hingehen und... Na, was dann? Ich meine, unsere Leute sind nicht so komplett unfit. Ja, wir können den Ort hier erforschen, würde ich sagen. Die Thunderbird ist auf dem Weg irgendwo hin. Die Manticore ist auf dem Weg irgendwo hin. Wunderbar. Die werden schon wissen, was sie tun. Denke ich.
Ah, da sind wir auf dem Weg hin. Gut. Gefahrenstufe niedrig. Ja, die meisten Leute sind dort schon erledigt. Haben wir hier irgendwas an Ausrüstung, das wir machen können? Ich denke nicht. Sieht nicht so aus, ne. Und los geht's. So, wo sind denn unsere Gegner? Okay, der Scarab wird uns hier nicht so viel bringen erst einmal, aber wir können ihn benutzen zum Spähen. Und vielleicht zum Leute einsammeln da hinten. Das ist ein Tyrann, also Gewehr und Spuckerkopf. Ja, alle anderen einfach hinterher. So viel mehr dürfte auch nicht übrig sein. Ich finde es merkwürdig, dass manchmal in den Zielen hier steht, töte alle Feinde und manchmal steht dort, sichere das Gebiet. Was ist der Unterschied? Uiuiui. Ich meine, sie haben schon fast gewonnen und trotzdem zünden sie noch ihre Häuser an. Die sind aggressiv. Jetzt machen sie auch noch die Leitern kaputt, damit die nicht mehr runter können. Oh. Warum bin ich hier? Die machen so viel Schaden gerade schon. Ich meine, ich habe natürlich nicht gesehen, wie viel Schaden sie da hinten genau gemacht haben, aber... Oh! Ja. Der ist runtergehopst, aber dadurch, dass er keine Waffen mehr hat. Oh! Ja, wenn wir hier ankommen, ist da kaum noch was übrig, ne? Ich meine, klar, die benutzen auch die panzerbrechenden Gewehre, was gut ist. Das bedeutet, ich kann die bekommen. Oh, diese Person schießt nicht zurück. Okay. Hier komme ich nicht durch. Das ist doof. Ja, ich bezweifle, dass ich die retten werden kann. Aber wir versuchen es. So, und Kitano und Anarchy gehen dorthin und Izzy schicke ich hierhin. Die Abkürzung durchs Gebäude, um da hinten zu helfen. Ja, okay, da wurde nicht ganz so viel ausgerichtet. Und der Scarab macht erstmal nichts. Das dürfte auch das Ende für den hier sein. Die hier sein. Ah, lebt noch. Das war knapp. Hallo. Aua. Ein Arm deaktiviert, das ist nie gut. Heißt aber nicht, dass ich wehrlos bin. So, du bist jetzt meiner. Und läufst bitte nach vorne.
Okay, da ist der. Da ist noch jemand, wie es aussieht. Also, nur der. Oh, Triton hat sich da auch noch ins Feuer begeben. Okay. Rennt weg. Okay. Das tun wir dann auch mal. Und in der nächsten Runde musst du dich dann mal heilen. Moving to coordinates. Ready to fire. Ich sehe nicht, wie gut ich da treffen kann, aber... Naja. Der geht's immer noch ganz gut. Okay, nicht schlecht. Eventuell kann die Soldatin das da dann noch erledigen. Und fertig. Sehr schön. Bleibt noch der eine Triton. Ja, theoretisch zwei Tritons, aber der eine ist ja direkt weg. Ha, möchte einfach noch rumnerven. Oh, verdammt. Wir haben unseren Atron verloren. Das hat wesentlich weniger ausgemacht, als ich wollte. Du heilst dich bitte. Und machst sonst erst einmal nichts. Jetzt kommt der Skarab zum Einsatz. Ich denke, ich sollte die hier vernünftig treffen können, ne? Okay, er hat das Raven verloren, das ist... Oh, Moment mal, der hatte einen Raven. Oh, das ist gemein, das hätte ich gerne gehabt. Das sind die panzerbrechenden Gewehre. Gut, hier bleiben wir einfach auf Position. Oh, ist der rausgelaufen? Ja, okay. Der wollte nicht mehr in den Nahkampf. Und 206 Erfahrung für Ketano, nicht schlecht. 105 für Izzy ist in Ordnung. Okay, wir haben einen Piranha und zwei Magazine fürs Piranha. Das ist nicht schlecht. 45 Attack, 338 Materialien, 75 Nahrung. Plus 6 bei Najaiko, plus 11 bei der Zuflucht, minus 1 bei den Jüngern und minus 2 bei Synedrion. Okay. Wir konnten die angreifende Kolonie nicht finden. Ist in Ordnung. Da kommen wir nicht rechtzeitig hin. Ich würde sagen, wir sind noch fit genug, um das hier zu untersuchen. Neue Rekruten verfügbar. Ignorieren wir mal. Fortgeschrittene Tiamat-Entwicklung. Das Tiamat-Luftschiff hat umfangreiche Mutationen durchlaufen, wodurch die meisten Konstruktionsfehler in der vorherigen Version beseitigt wurden. Seine Reichweite wurde deutlich erhöht. Die Anno-Tiamat-Reichweite wurde um 25% erhöht. Missionszentrumstechnologie. Der Zweck der Missionszentren ist es, psychotrope Substanzen einzusetzen, um den Umwandlungsprozess zu unterstützen. Rekrutierungskosten werden um 25% gesenkt. Okay. Zerfetzungstechnologie, das... klingt eigentlich... Oh, die Dinger habe ich vergessen. Die virophagen Waffen und die Jugottwesen. Und wir können das Piranha rückentwickeln. Okay, das braucht 16 Stunden und hat jetzt die höchste Priorität erst einmal.
Die Virophagenwaffen. Es wäre möglich, eine abgeschwächte, stark modifizierte Form des antediluvianischen Virophagen als Waffe für unsere Soldaten zu entwickeln. Und Jugottwesen, die Existenz des Telepathie-Knotens deutet darauf hin, dass was immer das Pandora-Virus erschaffen hat, wir direkt die Pandoraner direkt kontrolliert. Wir müssen mehr über dieses Wesen herausfinden. Okay, das kommt nach oben. Das kommt nach oben, aber zuerst einmal kommt das Piranha nach oben. So. Okay, das war das. Die Tiamat ist dort hinten weiter auf dem Weg. Ist in Ordnung. Nichts gefunden. Nach stundenlangen Erkundungen wurde nichts Nützliches entdeckt. Na, dann können wir uns noch da umgucken. Da wurde ein Athena abgeschlossen. Sehr gut. Phase 2, Erkundungsstätte. Wir haben eine alte KI-Einheit von vor dem Krieg gefunden, die über die Fähigkeiten verfügt, die wir benötigen. Wir müssen sie allerdings zuerst aus einem verlassenen Skarab-Fahrzeug bergen. Sobald wir damit fertig sind, sollte die KI in der Lage sein, das geheime Satellitennetzwerk wieder zu initialisieren und uns Zugang zu den alten Raketensystemen zu verschaffen, die sich noch im Orbit befinden. Das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich hoffe, diese Folge hat gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.